Ebene 13 von 20 in der Kaverne des Königs, der wohl letzten Höhle im Spiel, finden wir hier Louis, beziehungsweise, ja, er rennt vor uns weg die ganze Zeit. Wir haben wieder 100 Pikmin und wagen uns weiter rein. Ja, das sind, wir haben schon so manchen Boss zu Gesicht bekommen. Lieber vorsichtiger hier. Ach, der ist auch giftig, macht er die wieder... Bitte nicht. Okay, ich muss. Hatte die jetzt kaputt gemacht? Ach so. Mir reicht's! Oh, einer ist am Mund, du Trottel! Wir müssen ihn beschäftigen. Hauptsache, wir bekommen keinen Appetit. Geh mal ganz kurz von der Visage da weg. Nehmt Ultra-Motivier-Spray, davon haben wir genug. Geht ja kurios los heute. Aber vielleicht kriegen wir heute auch das grande Finale von Pikmin 4 zu Gesicht. Hat er welche weggesnackt? Boah, der war ein bisschen anstrengend, aber das ist gut, ne? Zu Beginn des Spiels habe ich mir immer gedacht, so leicht. Lange Zeit habe ich mir gedacht, Pikmin 4 ist so leicht, da bin ich doch mal froh. Wenn dieser Dungeon mich ein bisschen auf die Schippe nimmt, ne? Wenn er mich ein bisschen rannimmt. So, hier müsst ihr ein bisschen für Ordnung sorgen. Macht das mal bitte. Dann gucken wir mal, ob es noch mehr gibt. Sieht nicht danach aus. Schnell, du musst helfen. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Man weiß es nicht. War gerade jemand beim Gift, aber immer noch 100 Pikminers. Hat noch jemand Blätter und will Blüten haben? Blüten zu mitnehmen, bitte. Mach halt kaputt, wenn es sich befriedigt. Hier könnte man sich weiße holen. Ist auch immer mitgedacht vom Spiel, ne? Dass man ein bisschen, ne? Und dann wird sich auch langsam das Puzzlebild vervollständigen, oder? Neuen Schatz eingesammelt. Who let the dogs out? Erinnerungsfragmente komplett. Müssen wir uns irgendwie angucken können, ne? In der Piklopädie. Da kommt ja alles noch, ne? Keine Bange. Selbst wenn nach dieser Höhle irgendwie nochmal die Credits kommen oder das Spiel zu Ende ist, das Let's Play ist noch nicht zu Ende. Jetzt aber erstmal Ebene 14. Und die sieht wie folgt aus. Okay, wieder so ein Beetle, aber da steht 4 Gegner. Warum? Unangenehmer geht's kaum. Aber ist was, dann erstmal die Kleinen, ne? Die haben wir ja schnell weg. Solange Ultra Motivier noch zählt. Bam. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe um dich kümmern. Ah, komm schon. Wird nicht ganz reichen. Aber gerade nochmal. Ja, wir wissen halt, wie es läuft. Ne? Es ist halt alles nichts Neues. Wir beherrschen die Szenerie. Alle Kadaver mitnehmen. Zack, zack. Essen heute zeitig. Bestimmt noch viel zu tun in diesem Part. Ist auch noch was. Auf geht's. Aber Schätze haben wir alle kompletto. Plopp. Ich mag das Plopp-Geräusch. Können wir mal ins Ei reingucken. Rohmaterial, wofür? Wofür noch Rohmaterial? Es kann ja immer sein, dass einer nicht alles einsammelt im Spiel und durchrusht wie verrückt. Würde ich aber keinem empfehlen. Gibt es so Leute, die Pikmin spielen, ohne alles komplettieren zu wollen? Hat doch gar keinen Spaß, oder?
sich konzentrieren auf die Main Quests, von wegen hier rettet Tierärztin und so. Und dann gar nicht die Schätze nehmen und dann hapert es an allen Ecken und Enden, weil dir Fähigkeiten fehlen oder Otsche nicht so geil ist, wie er sein könnte. Bruder, das wäre belastend. So, 70% erkundet, aber nur etwas über die Hälfte der Schätze. So, da müssen wir schatztechnisch noch einen Zahn zulegen. Ich meine, wir haben bisher alles. Ah, schau mal einer, guck, wer ist denn da? Pa, ihr seid echt lästig. Wir holen zu ihm auf. Bald müssen wir auf der tiefsten Ebene dieser Höhle angelangt sein. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Wasser. Einerseits ist es ja ganz cool, dass wir wissen, wie viele Ebenen so ein Dungeon hat. Aber andererseits hätte ich es mir halt nicht so gewünscht. So, die Frage, die sich jetzt hier stellt, was soll das werden? So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Er badet halt gerne. Geh baden und tschüss, Mann. Wenn wir Otsche nicht hätten, ne? Das wäre ein Drama hier. Haben wir aber. Warte, da kommt er jetzt auch tiefer quasi. Ihr kriegt nochmal. Wir haben doch mehr als genug. Komm. Ja, die sollen da hochklettern. Irgendeiner gestorben irgendwo. Ja, zertrampelt. Ihr müsst damit aufhören. Das klappt nicht so, wie ich mir das träume hier. Wartet. Alle außer blau entlassen. Da hoch. Abgeschüttelt. Wären die jetzt motiviert gewesen? Wir haben schon wieder 5 platte Pikmin. Unangenehm alles, ne? Also von der Perspektive und der Kampf ist einfach nur lästig. Soll wohl so. Und das sind alles einzelne Schätze? Quatsch. Das erklärt so einiges, was die Schatzanzahl angeht. Aber dass sie alle hier sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz viele Chatons. Ja, ihr seid ein bisschen traurig über eure zermatschten Kollegen. Versteht man schon. Aber guckt euch an, wie viele Schätze wir bekommen haben dafür. Freut ihr euch nicht über den Profit eurer Firma? Nee, das hat damit ja gar nichts zu tun. Da können wir noch Purple Pikmin machen. Davon haben wir aber genug. Nee, ist blau. Geht zum Augenarzt, ist blau. Ist auch nicht gut für diese Holzblöcke, oder? So unter Wasser zu stehen. Das ist nicht gut. Die würde ich trocken halten. Okay, das war jetzt nur eine möglichst schwere Variante von Herrn Langbein. Das kahle Langbein. Und wir haben 3/4. Jetzt haben die Schätze echt aufgeholt. Ja, schatztechnisch war das echt albern. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Ebene 16... Wurzeln. Wenn hier nicht noch irgendwie das Wassergespenst kommt. Ja, wie Godo früher, wenn man Terranigma gesagt hat. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ach, mehrere! Ball.
Hätte man exzellent jetzt rausschneiden können. Was? Hätte man jetzt super rausschneiden können. Aber natürlich, ne? Lassen wir drin. Für die Geschichtsbücher. Ich habe gesehen, dass der andere ganz woanders ist, aber als ich gesehen habe, dass es zwei sind, war es zu spät. Schafft ihr doch, oder? Warum will ich das überhaupt? Ich muss die beide besiegen. So wird ein Schuh raus. Aber doch nicht gleichzeitig. Immer wieder lustige Szenen mit dem Water Wrath. Müssen die halt in die Pfanne hauen. Dann machen wir das. Er löst sich immer ganz gut. Jetzt kriegt er auch Unterstützung. Aber das war nämlich mein Bestreben. Wenn der eine dem anderen zu Hilfe kommt, sieht's dumm aus. Deswegen konnten wir das ganz gut vorher wegfrühstücken. Da bin ich sehr happy darüber. Ich würde nicht sagen, ich bin stolz auf die Leistung. Aber wir haben wenigstens ein gutes gegenteiliges Ergebnis zustande gebracht. Verstehe, was ich meine. Ja, wenn das nicht mit dem Joy-Con-Drift belohnt wird, dann weiß ich auch nicht, ne? Zeit für richtige Schätze. Aber mir wäre es viel lieber gewesen, wenn man einen Pro-Controller bekommen hätte. Soll Nintendo sich mal nicht wegducken hier. Pro-Controller sind der Shit. Das war wohl alles. Ich bin froh, dass Kuro Kuro Kurin dazugehörte zu den auserwählten Nintendo-Spielen. Das GBA-Modul, da gucken wir uns ja noch an. In aller Herrgottsruhe. Ich meine, das ist japanische Cover, aber ich habe es trotzdem erkannt. Toll. Hat Spaß gemacht. Man kennt's. So, Ebene 17. Es sind noch 12 Schätze übrig. Ist ja gar nichts. Auch wieder hier ein Boss, ne? Wenn da schon so eine 1 steht, dann... Ach so, die Fürstin. Welche Besonderheit diesmal? Also ich will nicht sagen, dass sich alles andauernd wiederholt, ne? Aber... Es ist eng jetzt in dem Laden, ich sehe. Ja. Dann mach. Gönn dir. Na, ich halte ihn ganz gut durch. Ich dachte, ich kann mit Ocean zurückspringen. Gar nichts los. Was wollt ihr? Ja, ich bin ja erstmal, das ist so der Witz, ne? Ich verkaufe das euch jetzt als Witz. Ich bin erst rücksichtslos. Okay, das ist so, weil das funktioniert hat alles besser. Warte mal, wo bringt uns das hin? Ich sag mal, wo bringt uns das denn hin? Da auf die andere Seite, ja. Ach! Das macht Sinn. Gut. Dann weiß ich jetzt alle Gegebenheiten. Die Frage, die sich mir stellt... Pass auf. Also, Ocean kommt zwar mit. Aber nicht so viele Pikmin. Das macht keinen Sinn, wie wir gerade gesehen haben.
Ja. Kämpfen wir mal so. Aber mit Ocean, dass wir die sammeln können. So sollte es gehen. Nicht schlecht, Herr Specht. Uah. Ja, lieber übervorsichtig sein. Die Frage ist, ob die Felsen in der Luft mich erwischen. Das ist doch wohl eine berechtigte Frage. Ja, dann bin ich halt übervorsichtig. Meine Güte. Jetzt kommt sie nicht mehr, ne? Aber die kleinen Viecher, die nerven mich. Deswegen springe ich nochmal umher. Ja, eigentlich bringt das Gesicht jetzt nicht so viel, ne? Ich glaube, du kannst genauso gut auf den Körper attackieren. Wenn mich nicht alles täuscht, war das so. Was für ein Rumgehüpfe, wa? Was würden wir hier nur ohne Ocean tun? Gar nichts. Ja, zu früh! Zu früh! Ja, alles gut. War gewollt. So wird ein Schuh draus. Achtung, die können schon nervig sein, die Kleinen. Ah, hast ihn geschafft, okay. Ja, das ist ein typischer Boss nach dem Motto, weniger ist mehr, würde ich mal so sagen. Und ihr habt da hinten gechillt? Hattet ihr einen Logenplatz? Hattet ihr nicht, ihr habt gar nichts mitbekommen. So laut gewesen sein. Ja, aber cool, wie sie die Gameplay-Ideen dieser Bosse einfach nur mal ein bisschen auf die Spitze treiben können, ne? Ich finde das eine interessante, wunderschöne Sache. Ich dachte mir, wie soll mich jetzt Fürstin Knollenauge noch schocken? Ja, hat sie mir gezeigt, wie sie mich schocken kann. Aber wenn ich so beleibt wäre, würde ich mir auch keinen so engen Platz suchen. Just saying. 11 Schätze. Blaue Königsblumen. Kaiserblumen. Das ist die Kaverne des Königs. Und da ist der Fürst. Ist der im Wasser? Nee. Ist im Wasser umgeben. Ach so. Es ist die stärkere Variante. Safe. Aber ich bin trotzdem töricht. Ich bin mal töricht, Leute. Das hätte ich nicht eben schon aus meinen Fehlern gelernt. Ja gut, das war klar. Das war zu erwarten. Ach, und wo er hinspringt, entstehen Wasserpfützen. I see, I see. Spuckt das wieder aus. Hey, cool, so eine Atzenbrille. Er hat die wirklich nicht gegessen, ne? Es sind immer noch 94. Die ich ihm eben in den Schlund gebracht habe. Die hat er wieder ausgespuckt, sozusagen. Okay, cool. Ja, sage ich doch. Den habe ich jetzt wirklich oft genug bekämpft. Inzwischen weiß ich, wie Fürst Knollenauge funktioniert. Seit 2002. Dankeschön. Niemals vergessen, der GameCube und Pikmin erschienen 2002. Nicht 2001. Ihr seid womöglich nicht aus Japan oder aus den USA. Juni 2002. Der GameCube Mai 2002. Pikmin 1 Juni 2002. Habe ich nämlich zu meinem 13. Geburtstag bekommen. Am 24. Juni 2002. Und dachte mir, was ein Kackspiel. Ein Fehlkauf.
Und später habe ich es dann doch erst verstanden, wie man Pikmin richtig gamet. Und dann hat es Klick gemacht und Spaß gemacht. Aber so richtig Spaß hatte ich erst mit Pikmin 2. So, vorletzte Ebene. Was kommt jetzt noch? Was könnte noch kommen, Leute? Die schlimmsten Gegner haben wir doch schon, oder nicht? Ist vielleicht so eine Standard-Ebene mit ganz vielen Schätzen und dann... So ist es. Es ist einfach nur... Bruder, wir sind im Paradies! Oh Gott, und uns muss was ganz Schlimmes bevorstehen. Hab ich einen ins Wasser geworfen? Uns muss ja was ganz Schlimmes bevorstehen. Wir bekommen alle Blumen! Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist los? Okay, pass mal auf. Erstmal müsst ihr das transportieren hier. Ja, die bekomme ich auch nicht ohne Grund. Ich soll mich rüsten für die Apokalypse, glaube ich. Was anderes sagt mir das hier nicht. Rüste dich für die Apokalypse. Okay. Bruder im Geiste. Eine dieser Nektargeister. Geister. Ja, wie sollen wir unsere Pikmin verwandeln? Ich kann ja unmöglich von jeder Sorte was mitnehmen. Wenn es so ein Boss wird wie in Pikmin 2, dass der alle Elemente kann, wobei sowohl Pikmin 2 als auch Pikmin 3 hatten am Ende einen Endboss, der auf alles eine Antwort fand. Wobei, hier ist nicht jede Blume. Keine Stein-Pikmin, keine Flügel-Pikmin. Die wir hier haben, werden wir safe auch benötigen. Aber ich kann eh nur bis zu 3 verwandeln, oder? Bis zu 5. Ja, ja. Nehmen wir das in Anspruch. So, weiß und blau habe ich ja noch. Wenn die nötig sind, bin ich aber auch, ne, ein bisschen mad, weil das sind doch zu wenig dann. Das ist nur für die Quote, glaube ich. Das ist nur... Oder bringt sogar einen Nachteil, wenn du unnötige Farben dabei hast und in einem hektischen Endbosskampf musst du ganz schnell irgendwie alles... Weiß ich nicht. Musst du ganz schnell wechseln und dann ist es hinderlich, dass du so viele Farben dabei hast. Wir haben alle Schätze. Also wir haben 5 rote, 5 gelbe, 5 Eis, 33 Lila, 19 blau und 27 weiß. Weiter erkunden. Entschuldigung, ich dachte, ich habe mich kurz vertan. Seid ihr bereit? Ich nicht. Und ich tue es trotzdem. Das zeugt von Dummheit. Yay! Oder Mut. Oder Zuversicht. Ebene 20. Ein Schatz. Und einen, den wir retten müssen. Der Tag der Entscheidung ist gekommen, Leute. Let's go, der Hase. Das ist die Frage, ne? Das ist der Hund. Oh mein Gott. Der ist ja wirklich riesig. Oh ja. Es gibt keinen Ort mehr, an dem du dich noch verstecken könntest, Louis. Bitte gib jetzt einfach auf. Wo ist der Hund? Jetzt rück schon heraus mit der Sprache. Ohne diesen Hund können wir unseren Ort schon nicht heilen. No. Bäh. Dämon. Verzieht euch. Kannst du die befehligen? Als ob. Ich dachte, der Hund verschluckt ihn oder so. Boah, ist der gruselig. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause.
neue Kreatur entdeckt. Ein neuer Endboss! Yeah! Alter, die Heavy-Metal-Mucke wird rockig. Visiert nichts an. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Sollen wir nochmal so eine Ram-Attacke machen? Sein Schwanz gesenkt. So, hä? Was tut ihr? Geh mal lieber da weg. Okay. I see. Ein Drittel. Der hat aber noch mehr in petto. Ich war einfach wirklich zwischen seinen Beinen. Sein Schwanz gesenkt. Also nur dann. Okay. Boing. Dieser Soundeffekt dazu noch. Okay. Nee, der hat noch eine zweite Phase oder so. Halli, hallo. Ich will noch nicht, dass es endet. Aber relativ schnell geschnallt, was zu tun ist, ne? Nee, gibt's noch nicht. Zu erledigen. Kann man das irgendwie triggern, dass er rammen will? Nee. Das scheint einfach dann und wann der Fall zu sein. Auf da! Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Ach so. Oha. Das hast du ihn wohl sauer gemacht. Ist das Eis? Das sieht ein bisschen aus wie Fell. Also diese Bällchen sehen aus wie Fell. Oh mein Gott. Hey, wie viele Formen hat der? Oder konzentriert bleiben? Ja, dann ist ja geil. Ich dachte, jetzt brauchen wir Eis-Pikmin, macht natürlich keinen Sinn. Aber er hat die ganzen Fähigkeiten. Wir müssen also immer an seinen Schweif, ne? Ja, ihr seid noch motiviert. Nee, zweimal geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Bruder! Das kann übel enden. Alle wieder da? Wunderbar. Er dreht sich uns ja sogar den Schweif zu. Sehr praktisch. Ist das wirklich der Endboss von Pikmin 4? Es sieht ganz danach aus, Leute. Reiht er sich ein zu Fürst Knollauge? Titanarak. Und dem Plasmagespenst. Ah, geht das? Könnt ihr das? Ich meine, er hat ein gelbes Fell. Ist er selbst elektrisch geladen? Ich weiß nicht, ob wir da einfach dran dürfen. Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Aber ich muss Safety bleiben. Ich habe irgendwo ein Pikmin verloren. Ich kann da nicht hin. Das kann man. Alter! Okay, das war ein bisschen. Ich bin aber auch maximal genervt.
Hä? Okay, ist zu stark, weil er das gerade erschafft quasi. Das eine Mal hätte ich doch schon. Wir haben nicht genug gelbe Pikmin. Nur die Ruhe, nur die... Ach, er erholt sich auch? Sehe ich das richtig? Nee. Komm da nicht dran. Nur wenn er seinen Strom erschafft, hat er den Schwanz nach unten. Er hat sich halt safe erholt, ne? Dumm. Gut, aber scheinbar tauchen ja diese anderen Elektroflächen nicht wieder auf. Doch jetzt. Herr im Himmel! Ja, ich habe eine gewisse Problematik hier mit der Elektrophase. Ich mich auf so viele Sachen konzentrieren muss. Aber er verliert jetzt irgendwie gefühlt Energie. Vielleicht kann ich es schaffen. Hat das gezählt? Kommt da die nächste Phase? Feuer! Louis hockt da einfach drauf, ne? Ja, da bin ich konzentriert. Ja, ich dachte erst, der wäre so schnell erledigt, Leute. Als ich die ersten ein, zwei Attacken gecharged habe, dachte ich mir schon so, ja, komm. Typisch Pikmin 4. Alles kein Problem, aber er hat noch ordentlich was im Petto. Und ich weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Muss man die denn auf den Bauch werfen oder wäre es auch möglich, dass die chargen können, dass sie aufmarschieren? Weil es sieht immer so aus, als ginge das locker flockig. Also macht das mit den 5 roten und gelben Pikmin auch definitiv Sinn. Dann wird aber noch irgendwas Eismäßiges kommen, oder? Metal, Leute! Immerhin hat Louis einen guten Musikgeschmack. Okay, das war dumm. Ich habe mich um das eine lila Pikmin gekümmert! Das ging okay. Okay, okay, okay. Haben's im Griff. Sind aber was auf der Spur. Hätte zwar gerne mehr rote Pikmin und eben gelbe gehabt, aber ich kann froh sein, dass der nicht irgendwie diese Farben schon komplett zermatscht hat. Und beim Strom habe ich mich irgendwie schwerer getan. Das ist die Wahrheit. Oh Gott, was kommt noch? Gift. Ist das wirklich Gift? Grün? Oder was ist das? Der kann fliegen? Ah, Flügel-Pikmin, natürlich. Oh, achso. Die ist seine ultimative Form. Das ist kein Gift, das ist einfach... Wie heißt das aus Metroid Prime? Genau das. Ja, aber der ist so hoch.
reinkommen. Phasen. So, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie es im Metroid Prime heißt. Das ist gefährliche Phasen. Macht Sinn. Das war nicht so effektiv. Also es ist so, manchmal habe ich irgendwie mehr oder weniger Glück, wo ich hintreffe. Oder die letzte Phase ist einfach ein bisschen härter. Muss die letzte sein, weil wir nichts dagegen haben. Was geht hier nur ab? Uah. Mach doch nicht diesen. Oberältester Hund. Mehr so hier hin, das ist besser, ja. Nee, der hält einfach mehr aus, glaube ich. Bin ich mal gespannt, wie ich das am Ende des Tages aufteile mit den Parts. Große Finale von Pikmin 4. Ich raste aus und das mit Erfolg. Was hat denn gar nicht... Macht das nicht! Das ist alles tödlich da. Leute, reißt euch zusammen. Uiuiuiui. Er ist auch gewarnt, ne? Und dann macht er das. Leute, könnt ihr sehen, was passiert, wenn ihr in das Zeug reinlauft? Habt ihr Augen im Kopf? Über Münder und Ohren und Nasen lässt sich bei euch ja streiten. Aber das mit den Augen, da könnt ihr euch nicht rausreden. Die habt ihr alle. Ich finde den Boss gelungen. Die Frage ist nur, was passiert dann? Wird er wieder zum kleinen Hündchen? Was alles wieder töfte? Schreit jetzt, ne? Tja. Macht's doch schwieriger, jetzt anzugreifen, Mann. Wir haben's geschafft. Oh, es war die letzte Phase. Gott sei Dank. Jetzt sieht er auf einmal viel freundlicher aus. Hat er mich richtig dran gekriegt am Ende. Brutus. Ist bestimmt vom Laubweißen der Hund, hä? Hat er keinen Bock? Hey, aber die Proben! Jetzt zu dir. Louis. Go. Yeah. Oh, zum Glück. Ich glaube, es geht ihm gut. Puh, was für ein Unruhestifter. Besser hätte ich's auch nicht sagen können. Aber wo ist der riesige Hund? Bestimmt am Halsband sind irgendwie Spuren dran. Er muss entwicht sein. Wie sollen wir Otschin denn jetzt heilen? Da, das Halsband. Der Hund muss es verloren haben. Vielleicht finden wir darauf noch Haare. Dann könnte es doch noch gelingen, eine Medizin herzustellen. Tja, wir dürfen keine Chance ungenutzt lassen. Holt euch das Halsband und dann nichts wie raus. Und vergesst nicht, Louis gut festzubinden, für eine weitere Verfolgungsjagd fehlen mir die Nerven. Du musst doch gar nichts machen. Die beschwert sich am lautesten. Wir müssen nicht mehr transportieren. Für den Fall, dass du nur noch ein Pikmin hast. Dann hättest du immer noch Otschin. Ihr habt die Chefin gehört. Holen wir Louis hier raus. So? Ja, wie früher, der kennt das ja. Louis, Hokotate.
Ein schweigsamer neuer Pilot und der geborene Unruhestifter hat einen gewaltigen und risikofreudigen Appetit. Man weiß nie, wozu er in der Lage ist. Wir müssen ihn wohl wirklich festbinden, um sicher zu gehen. Gut, wir haben das Halsband und Louis. Zeit, die Höhle zu verlassen und nach Hause zu kommen. Medizinzutat erhalten. Auf dem Halsband des riesigen Hundes haben wir Haare gefunden. Genug, um Otschin zu heilen. Zu versuchen zu heilen. Nehmt's nicht vorweg, Spoiler. Vielleicht kommt mir sogar die Idee für eine völlig neue Medizin. So, lass uns gehen. Trauern wir nicht um die 80 anderen? Sie sind für eine gute Sache draufgegangen. Da ist er. Maximale Motivation. Und alles, was an Klizerium nur möglich ist. 100% in dieser Höhle. Und was jetzt? Möchtest du die heutige Expedition beenden? Ja, was denn sonst? Was denn sonst? In den Dschungel zurückkehren, ins Urwalddickicht? Ist ja Quatsch. Da haben wir alles. Alle sind sie da. Alle sind sie da. Außer Uwe Wiesinger. Gut. Alle Gestrandeten wurden gerettet. Habt ihr das letzte Mal schon gedacht? Geschafft! Alle Gestrandeten sind gerettet. Prima, Otschin und Let's Play Markus. Ihr beiden habt gute Arbeit geleistet und euch um die Rettungscrew verdient gemacht. Gefühlvolle Musiker. Haben wir auch alle Schätze? Haben wir denn alles? Ist ein Ding, ne? Wir haben halt alles. Zu viel der Ehre. So, sechstes Gebiet komplett erforscht. Alle Gebiete wurden zu 100% erforscht. Das geht runter wie Butter. Willkommen zurück, Otschin und Let's Play Markus. Gut gemacht. Das war wirklich eine großartige Leistung. Oh ja, gar nicht übel. Und jetzt muss ich eine Fellprobe nehmen, also halte Otschin bitte kurz am Halsband. Hey, dieser Dieb hat fast meinen gesamten Saftvorrat getrunken. Jetzt sind nur noch 2 Portionen übrig. Und die brauchen wir, um Medizin herzustellen. Richtig. Wie schade, der Saft schmeckt einfach zu köstlich. Da wir gerade beim Thema sind, wir brauchen wieder Medizin. Spanell, bitte stelle schnell welcher her. Bis morgen ist sie fertig. So, und jetzt muss ich mal ein ernstes Wort mit Louis reden, unter 4 Augen. Wäre das in Ordnung für euch? Und nehmt ihm die Fesseln lieber erstmal nicht ab. Na gut, aber ich bitte um einen höflichen Umgangston. Heilung für Otschin. Der nächste Part könnte das Storyfinale beinhalten. Und vielleicht beende ich diesen hier. Ja, vermutlich schon. Der Bosskampf hat sich halt gezogen und deswegen. Das war's heute. Und nächstes Mal gucken wir, wie es weitergeht. Wahrscheinlich. Ich sag einfach mal, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis dann und ciao.